wird Standpunkte zur Person mit Professor Stefan Bierling. Seit über 20 Jahren ist Stefan Bierling Professor für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg und lehrt zudem als Gastprofessor in Australien, Südafrika und den USA. Sein Wissen veröffentlichte er in mehreren Büchern und analysierte seine Einschätzung in zahlreichen Beiträgen, unter anderem in der FAZ, der Wirtschaftswoche und der Neuen Zürcher Zeitung. Im Gespräch zieht Stefan Bierling eine Bilanz der ersten Amtszeit Donald Trumps. Wie stark beeinflusst die Covid-19-Pandemie den amerikanischen Wahlkampf? Wer ist sein Favorit im Rennen um das Weiße Haus? Und welche Schwerpunkte setzt eigentlich Joe Biden? Dabei ist ein zugegebenermaßen etwas längeres Gespräch entstanden. Eine Einteilung in die verschiedenen Kapitel können Sie der Infobox entnehmen. Ja, bereits am 25.09.2018 kam Donald Trump zu der positiven Bilanz, dass seine Regierung in den vergangenen Jahren mehr erreicht hat als nahezu jede andere Regierung in der Geschichte der USA. Und gemessen an den Versprechungen, die er im Wahlkampf 2016 einfach gemacht hat ans Volk. Welche Erfolge konnte er denn in den vergangenen Jahren erzielen? Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen? Zum einen ist es natürlich typisch Donald Trump, dass er positive Meldungen von sich gibt. Er neigt ja zu maßlosen Übertreibungen und zur Angeberei. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass er sich als den erfolgreichsten Präsidenten aller Zeiten bezeichnet. Bei den Erfolgen muss man auch unterscheiden zwischen Erfolgen fürs ganze Land oder Erfolge für seine Wählergruppe. Und Trump zeichnet sich dadurch aus, dass er eigentlich nie ans ganze Land denkt, sondern primär an seine eigene Klientel, die ihn 2016 ganz überraschend ins Weiße Haus gewählt hat. Da muss man vielleicht drei Gruppen unterscheiden, gleich am Anfang. Das sind die ganz typischen Trumpisten, die wir kennen als die harten Vertreter seiner Linie in Immigrationsfragen, die so rechtspopulistisch agieren, die auch versuchen, Handelsprobleme in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist die eine große Gruppe. Die zweite große Gruppe sind die Evangelikalen. Das sind sehr religiös, fundamentalistisch christliche Wähler, die ihn zu einem übergroßen Prozentsatz mit 81% damals gewählt haben. Und dann gibt es die Wirtschaftsliberalen, eigentlich eine ganz traditionelle republikanische Wählergruppe, die Trump auch hat an sich binden können. Und für alle drei Gruppen hat er im Grunde Erfolge erzielt. Den Evangelikalen hat er das gegeben, was sie am liebsten wollten, nämlich sehr konservative Richter, die sich gegen die Abtreibung aussprechen, im Supreme Court, bei den Bundesgerichten. Den Wirtschaftsliberalen hat er gegeben, die Steuerreform, die vor allem den oberen Einkommensschichten massive Vorteile verschaffte. Und den Trumpisten, seinen Hardcore-Wählern, die mittlerweile den größten Teil der Republikanischen Partei ausmachen, denen hat er gegeben die ständige Empörung, die Abschottung gegen die Immigranten, gegen das Ausland, gegen die Bündnispartner. Insofern sind diese drei Gruppen insgesamt von Trump recht gut behandelt worden, der Rest des Landes weniger. Wirklich bemerkenswert ist, glaube ich, aus deutscher oder auch europäischer Sicht der Bruch in der Außen- und Sicherheitspolitik. Also von traditionellen Werten wie der Förderung von Menschenrechten, Freihandel oder auch eben der Demokratie. Oder eben ja auch in letzter Zeit sehr spürbar der Aufbau und Erhalt von internationalen Institutionen. Hier ist ja wirklich ein ganz traditioneller Bruch. Trotzdem wird ja aber dieser außenpolitische Richtungswechsel von ganz, ganz vielen in den USA mitgetragen. Warum oder wie begründen Sie das? Und ist es vielleicht auch in Zügen bereits schon in der Obama-Regierung zuzuordnen? Wir müssen feststellen, dass im Gegensatz zur Innenpolitik, wo es eben viele Gegengewichte zum Präsidenten gibt, den Kongress, den Supreme Court, die Medien und so weiter und so fort, in der Außenpolitik der Präsident relativ selbstständig, souverän handeln kann. Dort gibt es im Grunde niemand, der ihn so richtig einschränken kann. Und deshalb kann sich ein Präsident, nicht nur Trump, auch seine Vorgänger, in der Außenpolitik ganz stark produzieren und seine Ideen durchsetzen. Das gilt insbesondere für Trump, der innenpolitisch nach 2 Jahren, wenn Sie sich erinnern, 2018 eine schwere Wahlniederlage hinnehmen musste und das Repräsentantenhaus, also eine der 2 Kammern des amerikanischen Kongresses, ist damals zu den Demokraten übergewechselt. Und damit war er noch stärker im Grunde darauf angewiesen, Außenpolitik zu machen. Aber,
Das muss man auch dazu sagen, es gibt einige langfristige Trends in der Außenpolitik, die Trump verkörpert, wo er vielleicht eine ganz besondere Sprache, oft sehr brutal und konfrontativ auftritt, aber wo es schon Trends gibt, die seit längerem in der amerikanischen Außenpolitik zu sehen sind. Etwa die Abkehr von Interventionen. Das war schon in der zweiten Amtszeit von George W. Bush der Fall. Nachdem der Irakkrieg so schiefgegangen ist, hat man versucht, sich dort auch wieder zurückzuziehen. Obama hat seinen ganzen Wahlkampf im Grunde gemacht, Rückzug aus diesen Krisenherden, wo die Amerikaner mit Militärs stationiert waren, hat ja dann die Truppen aus Irak völlig abgezogen, aus Afghanistan weitgehend. Insofern ist das, was wir bei Trump sehen, eine Fortsetzung in dieser Frage. Vielleicht noch ein oder zwei weitere Beispiele. Auch in Fragen der Immigration etwa oder des Freihandels sind schon seine Vorgänger etwas abgerückt von der typischen amerikanischen liberalen Haltung, dass man immer für Freihandel, für lockere Immigration ist. Das wurde schon eingeschränkt deutlich unter Obama. Auch die Gewerkschaften in der Demokratischen Partei haben sehr stark immer drauf gedrängt, gerade Freihandelsabkommen zu überprüfen, mit China härter ins Gericht zu gehen. Das ist also etwas, was sich schon länger abgezeichnet hat und das Trump zu einer neuen Höhe geführt hat. Die Abwendung von Europa ist aber auch nicht erst unter Trump angefangen, oder? Also ich finde, da spürt man auch schon länger, dass auch schon davor unter Obama sich auch schon der Präsident abgewendet hat von Europa. Da haben Sie völlig recht. Diese Entfremdung, würde ich es mal nennen, zwischen Europa und den USA, die geht eigentlich in die 90er Jahre schon zurück. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, wir haben auch deshalb so toll kooperiert, 40 Jahre im Kalten Krieg und zusammen den Kalten Krieg gewonnen und das Reich des Bösen, wie es Reagan mal genannt hat, geschlagen, weil diese sowjetische Bedrohung einfach da war. Das hat die Europäer und die Amerikaner einfach zusammengeschweißt. Dieser Kitt ist weniger stark geworden, der gemeinsamen Bedrohung. Und jetzt sehen wir halt, dass es an unterschiedlichen Ecken und Enden bröckelt. Es bröckelt zum Beispiel bei der Frage, wie gehen wir mit China um? Das ist für Amerika eine zentrale Herausforderung. Warum? Weil Amerika auch eine ostasiatische Macht ist. Sie haben Militärbasen, sie haben Verbündete, sie haben viele Interessen in der Region. Und deshalb ist der Aufstieg Chinas eine direkte Bedrohung der Stellung der USA in Asien. Die Europäer geben da nicht viel drauf. Für uns ist Asien primär eine Wirtschaftsfrage und sonst scheren wir uns eigentlich wenig um Menschenrechtsverstöße oder das brutale Vorgehen Chinas in der südchinesischen See. Insofern fallen hier die Interessen zunehmend auseinander und das ist schon bei Obama deutlich geworden, das ist bei George W. Bush deutlich geworden. Noch nie ist es so deutlich geworden wie bei Trump. Aber wieder, es ist eher ein langfristiger Trend, als nur an diese eine Person Trump im Weißen Haus zu heften. Trump übernahm das Amt ja gänzlich unerfahren und ist seither doch eine ganz große Belastungsprobe für die amerikanische Demokratie. Dennoch, und das ist, glaube ich, das Besondere, hält das politische System stand. Womit begründen Sie denn diesen stabilen Zustand? Ob er ganz so stabil ist, würde ich kurz bezweifeln. Es knirscht durchaus im Gebälk des amerikanischen politischen Systems, der amerikanischen Demokratie. Und es knirscht vor allem, weil dieser Machtanspruch von Trump so total ist. Er hat mal gesagt, Artikel 2 der amerikanischen Verfassung, die Kompetenzen des Präsidenten festlegt, gebe ihm unumschränkte Macht. Und das stimmt einfach nicht, aber er führt sich so auf, als ob das der Fall sei. Trump hat wirklich autoritäre Instinkte. Da ist er nicht anders als Putin, da ist er nicht anders als Erdogan. Aber im Gegensatz zu diesen beiden Herren kann er das System der USA einfach nicht so leicht umkrempeln, wie die Russland umgekrempelt haben und die Türkei umgekrempelt haben und beide im Grunde zu autokratischen Systemen, also zu Diktaturen gemacht haben. In den USA haben wir 230 Jahre praktizierte Demokratie. Alle 4 Jahre finden dort Wahlen statt, seit 1789. Das ist unglaublich, selbst in Zeiten des Bürgerkriegs, in Zeiten ausländischer Kriege, in Zeiten von Wirtschaftsdepressionen, in Zeiten jetzt von Pandemien.
finden die Wahlen alle 4 Jahre statt im November. Das ist einmalig in der westlichen Welt und daraus gibt sich natürlich auch die Möglichkeit, einem Mann wie Trump zu widerstehen. Da ist der Kongress, der zwar etwas oft gekuscht hat, als er gerade von den Demokraten nicht dominiert wurde, sondern von den Republikanern, also Trumps Partei. Aber jetzt, gerade das Repräsentantenhaus ist ja 2019 demokratisch geworden, gibt es dort wirklich Gegenwind gegen Trump. Dann gibt es den Supreme Court, also den obersten Gerichtshof in den USA. Und auch der ist nicht so willfährig geworden, haben wir gerade in den letzten Tagen festgestellt in seinen Urteilen, wie ihn Trump gerne hätte. Und dann ganz wichtig natürlich, es gibt freie Medien, freie Presse und vor allem es gibt den Föderalismus. Und der Föderalismus ist in Amerika viel stärker ausgeprägt noch als in Deutschland. Da sind manche Einzelstaaten, denken Sie an Kalifornien, die sind von der Wirtschaftskraft etwa so groß wie Frankreich. Die haben ein eigenes System der Politik, die haben eigene Kompetenzen, die haben eine demokratische Regierung, einen demokratischen Gouverneur, demokratisches Parlament. Und da kann Trump im Grunde nicht sonderlich viel anrichten. Das heißt, da ist wirklich Widerstand gegen Trump da und deshalb ist, wie Sie gesagt haben, insgesamt die amerikanische Demokratie zwar etwas angeschlagen durch Trump, aber sie hält im Gegensatz zu Russland und der Türkei stand. Die USA ist ja auch sehr betroffen von Covid-19, liegt aber, glaube ich, in der Sterblichkeitsrate bei so rund 4,5%. Also zum Vergleich, Belgien ist auf Platz 1 mit 15,7%. Trotzdem sind ja aber die Zahlen der Toten und der Neuinfizierten erstaunlicherweise sehr, sehr hoch, also besonders für die Industrienation USA. Wie wird denn die Corona-Pandemie von der amerikanischen Bevölkerung wahrgenommen? Ist es eine spürbare Bedrohung? Ja, auf jeden Fall. Aber man lebte lange Zeit in zwei Welten. In den ersten 3 Monaten, so von Mitte März bis Mitte, Ende Juni, waren vor allem betroffen die großen Metropolen der Ostküste. New York hat es ganz stark zugeschlagen, Corona. Denken Sie etwa das in einer Dimension wie die Lombardei in Italien. Die Krankenhäuser waren überlastet, ganz dramatisch. Andere Großstädte waren sehr stark getroffen, Chicago und ähnliche. Das ist nicht untypisch für den Beginn der Pandemie. Auch in Europa waren ja die großen Städte, denken Sie an London, denken Sie an Mailand, die sehr viel internationalen Flugverkehr haben, wo es große Tourismus- und Handelsströme gibt, wo sehr viele Geschäftsreisende verkehren, die waren auch bei uns sehr stark betroffen. In Amerika leben in dieser Welt der Großstädte vor allem Demokraten. Deshalb konnte Trump lange Zeit den Coronavirus abtun als eine Krankheit, die seine Wähler eigentlich nicht wirklich betrifft. Und er konnte so tun, als ob das etwas ist, was im Grunde nur ein demokratisches Problem ist. Und das hat natürlich das Land zunächst überaus gespalten. Und das war auch der Grund, warum sehr viele Republikaner diese Krise am Anfang vernachlässigt haben. Das ändert sich aber jetzt massiv, weil wir seit etwa 3-4 Wochen eine massive Ausbreitung des Coronavirus auch im mittleren Westen, im Süden, in ländlicheren Regionen, also in typischen Trump-Wählerregionen haben. Und jetzt gerät Trump noch schwerer unter Beschuss, als er vorher schon war für das Missmanagement und das Herunterspielen der Krise. Früher oder später hat ja jedes Land der Welt die Pandemie eindämmen können oder zumindest auch ein bisschen kontrollieren. In den USA ist dies aber offensichtlich gar nicht der Fall oder noch nicht der Fall. Was sind denn die Ursachen für diesen Zustand in den Vereinigten Staaten? Nun, in einigen Regionen haben sie die Pandemie unter Kontrolle bekommen. Vor allem dort, wo sie am Anfang ausgebrochen ist. Denken Sie gerade in New York, das unglaublich schwer betroffen war, und New Jersey, also der Bundesstaat, der südlich an New York angrenzt. Dort ist im Grunde durch strikte Ausgangssperren, die sehr viel härter waren als in Deutschland, die Spitze der Pandemie gebrochen worden. Da gehen die Neuansteckungen deutlich zurück. Da sind auch die Todeszahlen stark eingebrochen.
Allerdings ist die Welle dann übergeschwappt, so wie wir es ja in Europa gesehen haben, auf andere Staaten und Einzelstaaten und Länder. In Europa haben wir es ja jetzt, dass es zum Beispiel am Balkan, Kroatien, Serbien sehr stark ausbricht, wo wir bisher glaubten, die sind eigentlich ganz gut weggekommen in der Krise. In Amerika ist es genauso. Jetzt schwappt es sozusagen, wie ich sagte, in die Südstaaten über in den Westen. Die Begründung ist, dass man dort zum Teil eben diese Maßnahmen nicht wirklich stark durchgezogen hat, die Ausgangssperren, die Maskenpflicht wurde nicht eingeführt. Aus politischen Gründen wurden die Lockerungen viel zu früh wieder eingeführt. Trump und die republikanischen Gouverneure haben es quasi als Ausweis der Männlichkeit gesehen, dass so der richtige Amerikaner in den Südstaaten, wie sie sich ja sehen, keine Maske tragen, dass die sich nicht durch Ausgangssperren irgendwie behindern lassen. Vor allem, dass man die Wirtschaft nicht einschränken dürfe, das war ein großes Argument von Trump immer. Und jetzt bezahlen halt viele Menschen in den Südstaaten und im Mittleren Westen, zum Teil jetzt auch in Kalifornien, die Zeche für diese Nachlässigkeit und diese Sorglosigkeit, im Letzten diese Fahrlässigkeit, die von Trump und den Gouverneuren in den letzten Monaten hier praktiziert wurden. In Krisenzeiten wendet sich die US-Bevölkerung eigentlich ja immer ihrem Präsidenten zu. Also denken wir mal an John F. Kennedy in der Kuba-Krise oder eben auch an George Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Die hatten Zustimmungsraten zwischen 60 und über 90%. Trump schafft es aber eigentlich ja nicht, die Corona-Krise an sich oder für sich zu nutzen und pendelt sich bei seinen 45% ein. Warum kann er denn diese Krise nicht stärker für sich nutzen? Da haben Sie völlig recht, Frau Rau. Das ist ein typisches Phänomen. Eigentlich in ja, fast allen Staaten, dass wenn Sie angesichts einer äußeren Bedrohung, einer großen Krise als entscheidungsstark auftreten und diese Krise zu bewältigen versprechen, dass sich dann die Leute hinter sich scharen. Wir haben das ja in Europa erlebt. Merkels Zustimmungsraten sind ja dramatisch während der Krise nach oben gegangen und sind nach wie vor sehr hoch. Hier in Bayern hat der Ministerpräsident Söder auf einmal eine Zustimmungsrate von 94% gehabt. Völlig unglaublich unter normalen Bedingungen. Das ist also durchaus etwas, wie Sie völlig richtig sagen, was normalerweise die Leute hinter einem starken Anführer schart. Dass das in Amerika nicht der Fall war, hängt, glaube ich, mit zwei Faktoren zusammen. Der eine Faktor ist, das Land ist parteipolitisch unglaublich gespalten. Noch nie in der amerikanischen Geschichte, seit wir Umfragen erheben, haben wir so eine Spaltung anhand parteipolitischer Linien gesehen wie im Moment. Das heißt, die Frage ist immer, bist du pro Trump oder bist du gegen Trump? Und diese Spaltung konnte man nicht mal überwinden durch diese größte Gesundheitsbedrohung der amerikanischen Nation seit 100 Jahren, im Grunde seit der großen Pandemie, Grippepandemie, der spanischen Grippe nannte man sie damals am Ende des Ersten Weltkriegs. Das hat aber auch mit Trump zu tun. Wie ich schon sagte, sieht er sich nur als Anwalt seiner Wähler, seiner Klientel. Er hat nie versucht, den Landesvater zu spielen. Er hat nie versucht, eine nationale Krisenstimmung zu kreieren. Er hat die Krise heruntergespielt, sodass es im Letzten aussah, dass im Grunde nur die Opposition, also die Demokraten, betroffen sind und die Republikaner überhaupt nicht. Und damit konnte er seine Wählerbasis, die also etwa, wie Sie völlig richtig sagen, bei 45% liegt, er ist ja mit 46% gewählt worden vor 4 Jahren, dass er die nicht ausweiten konnte, trotz dieser Krisenstimmung. Im Gegenteil, sie geht sogar zurück und bricht im Moment weiter ein. Sie haben es ja eingangs schon gesagt, gewählt wurde in den Vereinigten Staaten eigentlich immer, egal ob im Bürgerkrieg oder auch während der spanischen Grippe. Und eigentlich ist es ja auch sicher, dass am 3. November die Wahl stattfinden wird. Aber welche Besonderheiten birgt denn der diesjährige Wahlkampf in Zeiten von Social Distancing? Also erinnern wir uns mal an die Jahre 2016 oder 12. Im Sommer lief der Wahlkampf ja eigentlich schon auf Hochtouren. Aktuell bekommt man wenig mit. In der Tat, da haben Sie völlig recht. Der Wahlkampf läuft im Moment auf Sparflamme. Es gibt keine Großveranstaltungen. Selbst die Großauftritte bei den
sogenannten Conventions. Das sind Parteiversammlungen, wo die Kandidaten, also Trump und Biden, so offiziell gekürt werden von ihrer Partei. Da ist auch noch fraglich, ob die stattfinden können. Die von den Demokraten ist schon verschoben worden von Juli auf August. Die republikanische wird im August stattfinden, aber wahrscheinlich in sehr abgespeckter Version und nicht mit 20.000 Leuten in einem Riesenstadion, sondern vielleicht mit ein paar hundert Leuten. Das heißt auch, dass sich der Wahlkampf weitgehend ins Fernsehen und ins Internet verlegt. Es gibt kaum Straßenwahlkampf. Früher war es ja immer der Fall, dass die Unterstützer, was wir in Deutschland gar nicht kennen, der Präsidentschaftskandidaten wirklich von Haustür zu Haustür gehen und an die Tür klopfen und sagen, ich würde hier Ihnen gern das Programm meines Kandidaten vorstellen. Das ist diesmal alles nicht der Fall. Und das wird auch völlig überlagert durch andere Themen im Moment. Die Corona-Krise ist das eine riesige Thema. Das zweite große Thema ist die Black Lives Matter-Bewegung. Und die nimmt im Grunde sozusagen dem traditionellen Wahlkampf im Moment den ganzen Sauerstoff weg. Das zweite, was besonders ist, vielleicht ist, dass wir zwei sehr bekannte Amtsinhaber haben. Also wir haben zuerst mal einen Amtsinhaber, Donald Trump, der ist mittlerweile bekannt. Vor 4 Jahren hatte man nicht wirklich gewusst, was der alles tun wird. Und jetzt gibt es ein Referendum quasi am 3. November bei den Wahlen über seine Amtszeit. Das ist immer so, wenn ein Präsident, der kann ja maximal 2 Amtszeiten machen im amerikanischen System, wieder antritt, dann ist es ein Referendum. Außergewöhnlich ist diesmal eben, dass der Herausforderer so gut bekannt ist. Joe Biden war 8 Jahre Vizepräsident, der ist seit ewigen Zeiten in der Politik, der muss sich also nicht bekannt machen. Deshalb geht es auch im Moment im Wahlkampf, so sparsam er auch geführt wird, überhaupt nicht darum, eigene Personen oder persönliche Vorzüge in den Vordergrund zu stellen. Die Amerikaner kennen beide Kandidaten und haben sich eigentlich weitgehend heute schon festgelegt, wie sie abstimmen werden. Warum haben sich denn die Demokraten für Joe Biden und nicht für Bernie Sanders oder Kamala Harris entschieden? Haha, das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich die Demokratische Partei, wenn sie so mal ein bisschen sie aufdröseln wollen, ist ja eher die Partei von jüngeren Leuten, von Minderheiten, also sehr viele Schwarze und Hispanics, also Menschen mit Hintergrund aus den lateinamerikanischen Ländern, sehr viele Asiaten, vor allem sehr viele Frauen wählen im Grunde demokratisch. Und jetzt haben sie einen Kandidaten gekriegt, der ist das Gegenteil davon. Ein alter weißer Mann, ja der älteste Präsidentschaftskandidat einer Partei, der je angetreten ist in der amerikanischen Geschichte. Bisher war es Trump vor 4 Jahren, der älteste Präsidentschaftskandidat in der amerikanischen Geschichte gewesen war von einer großen Partei. Trotzdem haben sie sich für Biden entschieden, wie sie richtig sagen, und nicht sozusagen für einen Repräsentanten, der mehr wie die Partei ausschaut. Und ich glaube, das hat auch mit der Parteiverfassung zu tun, also wie die Partei verfasst ist. Heute ist die Demokratische Partei eigentlich ein Sammelsurium von unterschiedlichen Gruppen, die ich Ihnen gerade genannt habe. In der Demokratischen Partei sind die Umweltschützer, sind die dezidiert Linken, sind die Feministinnen, sind die Schwarzen, sind die Hispanics. Aber es gibt kaum jemand, der sozusagen diese ganze Partei zu verkörpern versteht und alle unterschiedlichen Flügel und Partikularinteressen in sich aufnehmen kann. Und deshalb landet man dann doch wieder bei diesem sehr alten Joe Biden. Der hat sich eigentlich immer als jemand profiliert, der für die ganze Partei stehen kann. Und das fällt den jüngeren Kandidaten überaus schwer. Und deshalb sind sie im Letzten bei ihm gelandet, weil die Demokraten nur eins wollen. Sie wollen gewinnen. Sie wissen, vor 4 Jahren haben sie es verbasselt. Da waren sie nicht motiviert genug. Da sind manche junge Wähler, sehr viele sogar, nicht zur Wahl gegangen. Und letztlich hat dann der Trump mit ein paar 10.000 Stimmen Mehrheit gewonnen in einigen Bundesstaaten und ist Präsident geworden, was niemand von den Demokraten auf der Rechnung hatte. Alle dachten, Hillary Clinton wird sowieso gewählt und waren deshalb nicht motiviert. Jetzt sind sie hypermotiviert, die Demokraten. Sie haben 4 Jahre Trump ertragen müssen. Das ist für sie der Teufel schon quasi. Und jetzt sind sie motiviert und sie würden, glaube ich, einen blauen Hund wählen, wenn der zur Kandidatur antreten würde, weil das alles ist besser als Trump. Anybody but Trump, würden sie sagen. Jeder ist besser als Trump und deshalb werden sie auch für Joe Biden ziemlich geschlossen in den Wahlkampf ziehen und für ihn stimmen.
Trump hat ja, Biden hat ja über 50 Jahre Erfahrung im politischen System der USA und zuletzt ja auch als Vizepräsident. Das haben Sie ja schon angesprochen. Was zeichnet denn Biden neben seiner langjährigen Erfahrung aus? Es ist diese Integrationsfähigkeit. Er ist beliebt bei unterschiedlichen Gruppen der demokratischen Wählerschaft. Denken Sie daran, er war 8 Jahre Vizepräsident von Barack Obama. Das heißt, die amerikanischen Schwarzen mögen ihn sehr gerne. Neulich habe ich ein Interview gesehen, da hat eine Frau gesagt, eine Schwarze, wenn er gut genug war für Barack, ist er gut genug für mich. Mhm. Das heißt, diese Gruppe zieht er schon an sich, aber auch ältere weiße Wähler, die vor 4 Jahren sehr stark zu Trump übergewechselt sind, die sich irgendwie von der Demokratischen Partei nicht mehr repräsentiert fühlten, wo die Demokratische Partei einfach die Bodenhaftung verloren hatte. Viele von ihnen waren in der Gewerkschaft aktiv, waren nicht so gut ausgebildet, waren Arbeiter in Fabriken, gerade Stahlindustrie, Autoindustrie, und die haben sich von Hillary Clinton nicht mehr repräsentiert gefühlt. Die kann Joe Biden, der auch aus einfachsten Verhältnissen kommt, die kann er ansprechen. Also das ist seine große Fähigkeit, die vielen Splittergruppen zusammenzuführen und die Partei zu integrieren. Mit welchen Schwerpunkten möchte er im Wahlkampf denn überzeugen? Nun, der erste Schwerpunkt wird sein, ich bin nicht Donald Trump. Das reicht in diesem Wahlkampf fast aus, gerade weil Donald Trump jetzt in diesen letzten beiden großen Krisen, nämlich der Corona-Pandemie und dieser Black Lives Matter-Bewegung, sich nicht als Versöhner, sondern als Spalter der Nation gezeigt hat. Mehr noch, er hat sich als unfähig gezeigt, diese Krisen kompetent zu managen. Und das vergeben ihm die Amerikaner im Moment nicht. Insofern führt Biden im Grunde den besten Wahlkampf, den er führen kann. Er bleibt nämlich weitgehend unsichtbar und unangreifbar für Trump. Erinnern Sie sich, vor 4 Jahren hat Trump vor allem einen Anti-Hillary-Clinton-Wahlkampf geführt. Er hat sie dämonisiert, er hat sie verteufelt, er hat ihr die übelsten Machenschaften unterstellt. Das gelingt Trump jetzt mit Biden nicht, auch weil Biden nicht so richtig sichtbar ist. Und solange Trump von einem Fettnäpfchen ins andere tritt, solange er einen katastrophalen Fehler nach dem anderen macht, solange er eine Peinlichkeit produziert, wenn immer er den Mund aufmacht, ist es für Biden ganz klug, relativ ruhig zu sein. Inhaltlich hat er sich vielleicht etwas von seiner politischen Philosophie nach links bewegt, eher so ein bisschen in das Bernie Sanders Lager, in das Elizabeth Warren Lager. Von den beiden haben Sie vielleicht gehört, die sind eher so Linksausleger der Demokratischen Partei. Das heißt, er verschiebt die Partei ein bisschen nach links, aber er versucht insgesamt ein relativ geringes Profil zu halten, weil damit garantiert ist, dass alle Fehlleistungen Trumps noch öffentlicher und noch direkter in die Medien kommen. Aktuell zeigen die Umfragewerte ja noch keinen deutlichen Favoriten hervor. Und Trump hat ja die Wahl 2016 auch deshalb gewonnen, weil er wirklich demokratische Staaten wie beispielsweise Florida oder auch North Carolina gewinnen konnte. Auf welche Region oder US-Staaten wird sich denn Donald Trump in diesem Jahr fokussieren? Die Demokraten hätten vor 4 Jahren sogar den Verlust von Florida und North Carolina hinnehmen können. Den hätten sie verschmerzen können. Was sie nicht haben verschmerzen können, sind 3 Staaten gewesen, die letztendlich dafür gesorgt haben, dass Trump Präsident wurde. Das sind 3 Staaten im Norden, um diese großen Seen, die haben Sie vielleicht auf der Landkarte schon gesehen, das sind die riesigen Seen oben. Und da ist traditionell die Schwerindustrie der Amerikaner zu Hause gewesen. Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, sehr stark weiß dominierte Staaten, sehr stark ältere, bisschen schlechter ausgebildete Arbeitnehmer, die traditionell für die Demokraten gestimmt haben. Man nennt diese 3 Staaten auch Blue Wall, blaue Mauer. Warum? Blau ist in Amerika die Farbe der Demokraten. So wie bei uns die Sozialdemokraten rot sind und die Christdemokraten schwarz, so sind in Amerika die Demokraten blau und die Republikaner kurioserweise für uns rot. Also diese blaue Mauer. Das waren Staaten, die seit den 90er Jahren, seit Bill Clinton 1992
konstant für demokratische Präsidentschaftskandidaten gewählt haben. Und wenn Hillary Clinton diese drei Staaten gewonnen hätte, wäre sie Präsidentin geworden und sie hat es geschafft, diese drei Staaten hauchdünn zu verlieren, mit 0,1% bis 1%. Da in Amerika dann aber alle Wahlmänner stimmen, sozusagen an den Kandidaten gehen, der den Staat auch mit kleinstem Abstand gewinnt, sind alle Wahlmänner sozusagen an Donald Trump gegangen. Das heißt, diese drei Staaten werden vor allem umkämpft sein, weil wenn es den Demokraten gelingt, die zurückzugewinnen, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass sie den nächsten Präsidenten, also Joe Biden, stellen werden. Dort wird sich der Hauptwahlkampf abspielen. Und in diesen Staaten liegt Joe Biden zum heutigen Stand erstaunlich hoch vorne mit 9, 10, 7 Prozentpunkten. Das heißt, wenn heute die Wahlen wären, wäre Joe Biden Präsident der USA. Inwieweit haben denn auch mögliche Kandidaten um das Amt des Vizepräsidenten Auswirkungen auf das Wahlergebnis und wer ist denn da in der jeweiligen Partei aktuell im Gespräch? Historisch haben wir Studien in der Politikwissenschaft dazu gemacht und konnten eigentlich immer sagen, die Auswirkung von Vizepräsidentschaftskandidaten ist gering. Da hat ein Präsident schon Erfolg damit, wenn er nicht jemand wählt, der sich im Grunde als Last oder Beschwernis für den Wahlkampf auswirkt. Das sieht diesmal ein bisschen anders aus, würde ich argumentieren. Warum? Trump hat schon vor 4 Jahren recht clever mit Pence einen Vizepräsidentschaftskandidaten benannt, der eine bestimmte Wählergruppe stark an ihn gebunden hat, nämlich diese fundamentalistischen evangelikalen Wähler, diese extrem bibeltreuen Christen. Weil Trump war nicht unbedingt sehr beliebt bei denen. Sein Lebenswandel war nicht unbedingt sehr bibeltreu. Zwei Frauen, seine ganzen Sexaffären, wie er geredet hat über andere Menschen. Da kam er noch aus New York, dem Sodom und Gomorra. Dann hat er Geld im Casino-Business gemacht. Alles das würde so einen wirklich eingefleischten, kirchentreuen Christen nicht unbedingt verleiten, den Trump zu wählen. Aber Trump hat versprochen, diese Gruppe zu verteidigen, ihnen Richter zu geben, die gegen die Abtreibung sind. Und das hat er dokumentiert, indem er mit Mike Pence jemand zu seinem Vizepräsidenten ernannt hat, der im Grunde bei dieser Wählerklientel überaus beliebt ist. Der ist selbst ein fundamentaler Christ, fundamentalistischer Christ. Der konnte ihnen versichern, wenn ich im Weißen Haus bin, dann werden eure Interessen berücksichtigt. Das war also ein wichtiger Zug. Bei Biden diesmal ist es auch ganz wichtig. Wie gesagt, Biden ist ein alter weißer Mann und die Partei ist nicht mehr alt und weiß und nicht männlich. Das heißt, was er tun muss, ist zu dokumentieren, dass er die anderen Teile der Partei auch in dem wichtigsten Amt nach dem Präsidenten zu repräsentieren versteht. Und das ist nun mal, ja, zuerst mal die Frauen. Biden hat angekündigt, er wird definitiv eine Frau zur Vizepräsidentschaftskandidatin machen. Das war in der Geschichte bisher nur zweimal der Fall. Das war McCain 2008, hat diese Sarah Palin damals als Vizepräsidentschaftskandidatin benannt und die Demokraten in den 80er Jahren mal Geraldine Ferraro. Das hat beides mal nicht funktioniert. Diesmal sieht es sehr gut aus für die Demokraten. Plus er wird wahrscheinlich eine Frau nehmen, die farbig ist, also damit auch eine wichtige Wählerklientel der Demokraten abdeckt. Und da fallen ein, weil Sie nach Namen gefragt haben, Frau Rau, natürlich zwei Namen ein. Da ist zum einen Kamala Harris, Senatorin aus Kalifornien, eine sehr kluge, durchsetzungskräftige Frau, die im Grunde auch große Gruppen in der Partei abbilden würde. Und die eloquent ist, die Staatsanwältin war, die könnte den Job auch von Biden sehr schnell übernehmen, sollte ihm irgendwas altersmäßig oder so zustoßen. Die hat Erfahrung in Washington als Senatorin, die ist sehr ausgewiesen. Aber es gibt noch eine zweite sehr eindrucksvolle Frau. Das ist Tammy Duckworth. Vielleicht haben Sie den Namen noch nie gehört, weil die war bei den Vorwahlen jetzt nicht dabei. Aber die hat sich auch in die erste Riege gespielt. Und sie hat eine unglaublich beeindruckende Biografie. Sie ist Senatorin, mittlerweile seit vielen Jahren. Sie hat Trump immer wieder hartes Kontra gegeben bei Anhörungen im Senat. Sie war Kampfpilotin im Irak, hat bei einem Einsatz beide Beine verloren.
ist die erste Senatorin, die ein Kind geboren hat als Senatorin in dieser Amtszeit vor wenigen Jahren. Und sie ist in den Philippinen geboren. Sie ist also eine eingebürgerte Philippiner. Das heißt, es sind viele Gesichtspunkte, die sozusagen für sie sprechen würden und im Grunde dieses neue, breiter, multikultureller aufgestellte Amerika sehr stark verkörpern würde. Plus, sie wäre die Einzige, die wirklich im Militär gedient hat. Trump hat sich gedrückt vor Militärdienst, Biden hat sich gedrückt vor Militärdienst in Vietnam damals. Sie ist Kampfpilotin und kann damit natürlich zeigen, dass sie auch nationale Patriotin ist. Und das tut dem Trump natürlich weh, weil er sich ja immer als den ultimativen Patrioten hinstellen will. Trump hat ja wirklich ganz stabile Zustimmungsraten von 43-46%, also wirklich die komplette Amtszeit über gehabt. Deshalb finde ich es ganz schwer eigentlich einzuschätzen, ob die Corona-Pandemie ihm jetzt wirklich schadet, weil die Zustimmungsrate wird er wohl auch während der Corona-Pandemie ziemlich sicher halten können. Wem nutzt oder schadet denn jetzt eigentlich die Corona-Pandemie mehr? Weil Sie haben es ja auch schon angesprochen, Biden kann ja nicht wirklich Wahlkampf betreiben, also auch vor dem Hintergrund von dem großen Spendendefizit. Das kann er ja eigentlich gar nicht mehr aufholen, um seinen Wahlkampf zu finanzieren, oder? In der Tat, fangen wir mit Ihren letzten Bemerkungen an. Trump hat den Vorteil bei der Einwerbung von Spenden, auch weil er das schon so lange tut. Der hat im Grunde seinen Wahlkampf begonnen am Tag, wo er als Präsident eingeschworen wurde, nämlich am 20. Januar 2017 hat er sich schon für die nächste Kandidatur angemeldet. Während Biden musste er erst in diesem internen Ausscheidungswettkampf der Demokraten sein Geld ausgeben, um sozusagen die anderen Kandidaten, die sich auch beworben hatten, für die Demokraten auszustechen. Er kann also im Grunde erst seit Mai Geld einsammeln. Aber sowohl im Mai als im Juni hat Biden mehr Geld eingesammelt für Spenden als Trump. Und diesmal wird Geld auch gar nicht so wichtig sein. Schon Trump hat vor 4 Jahren bewiesen, dass er mit weniger Geld, er hatte nur halb so viel Spendengelder wie Hillary Clinton, die Wahlen gewinnen kann. Und auch diesmal ist es so wichtig im Letzten gar nicht, wer mehr Geld hat, wenn man nicht dramatisch abschmiert gegenüber dem anderen. Warum? Weil beide Kandidaten so bekannt sind. Und es geht ja im Letzten so um eine halbes Dutzend, vielleicht bis 10 Staaten, wo der Wahlkampf stattfinden wird. Alle anderen sind quasi schon entschieden. Und da braucht man jetzt nicht gigantische Geldbeträge. Das wird also nicht so eine große Rolle spielen. Aber zurück zu Ihrer ersten Frage. Was macht denn Corona mit Amerika und mit Trump? Am Anfang hat man gesehen, dass diese von Ihnen völlig richtig zitierte Zustimmungsrate von 43-46% sich eigentlich überhaupt nicht verändert hat. Trump war am Anfang der Krise ein bisschen höher, mal bei 47% Zustimmung, aber dann ist er sehr stark abgesackt. Im Moment liegt er bei 40%. Das ist fast der tiefste Wert in der gesamten Amtszeit von Trump. Warum? Weil er diese Corona-Pandemie so katastrophal managt. Und jetzt schlägt sich diese Pandemie eben auch nieder in den typischen Trump-Staaten. Texas ist stark betroffen, Florida ist stark betroffen, Arizona ist stark betroffen. Alle Staaten, die Trump beim letzten Mal vor 4 Jahren bei den Wahlen gewonnen hat. Das heißt, hier ist er deutlich schwächer geworden. Aber Sie haben auch völlig recht, unter 40 sinkt er nicht. Warum? Politik in Amerika, und das ist so das Generalthema eigentlich, das ich heute in unserem schönen Podcast wiederholen kann, ist sehr polarisiert. Es gibt im Grunde nicht nur zwei Parteien, die sich hier gegenüberstehen, sondern es stehen sich zwei unterschiedliche Stämme gegenüber, die nichts mehr miteinander zu tun haben und nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Die konsumieren unterschiedliche Medien. Die einen schauen Fox News, die anderen CNN. Die leben an unterschiedlichen Orten. Auch das ist sehr deutlich. In den großen Städten, das haben wir heute schon mal als Thema gehabt, in den großen Städten leben fast nur noch Demokraten. Auf dem flachen Land leben fast nur noch Republikaner. Das heißt, die Anhänger dieser beiden Stämme, des republikanischen und des demokratischen Stamms, die begegnen sich nicht mehr. Es gibt keine Kneipen mehr, wo sie zusammenkommen. Es gibt keine Restaurants mehr, wo sie sich treffen. Es gibt selbst in den Kirchen kaum mehr Möglichkeiten, zusammenzukommen, weil die Kirchen natürlich regional organisiert sind. Selbst die Arbeitsplätze differenzieren sich zunehmend danach aus.
Das Einzige, wo man noch zusammenkommen könnte, ist bei Sportveranstaltungen. Deshalb ist Sport auch unglaublich wichtig, um eine Nation irgendwie zusammenzubringen, weil es eigentlich keine Plätze mehr gibt, wo sich diese beiden Gruppen treffen. Und das führt dazu, dass die Trump-Anhänger ein ganz anderes Bild der Realität haben als die Anhänger der Demokraten. Und das führt im Letzten dazu, dass sie zwei Wählerschaften haben, zwei Stämme, die relativ stabil sind und wo sich gerade bei den Veränderungen nur wenige Prozentpunkte im Letzten ergeben. Ja, in 112 Tagen findet die Präsidentschaftswahl schon statt. Wenn Sie heute bereits Ihren Favoriten festlegen würden, wer wäre das dann? Biden oder Trump? Also ich würde mein Geld, naja, Geld vielleicht nicht, das sollte man als Politikprofessor an der Uni nicht machen, aber ich würde schon mal zwei Flaschen guten Rotwein auf Joe Biden wetten. Er ist seit Januar eigentlich leicht voraus, seitdem sage ich auch, dass er gewinnen wird, und durch die Pandemie ist er mittlerweile bei den nationalen Umfragen dramatisch voraus. 9 Prozentpunkte, das ist doppelt so weit voraus vor Trump, als damals Hillary Clinton war. Und vor allem in diesen wichtigen Schlüsselstaaten, von denen wir heute schon gesprochen haben, diesen Swing States, wie sie auf Englisch heißen, also Staaten, die ganz knapp in die eine oder andere Richtung gehen, traditionell. Dort ist Biden überall mit 3 bis 10 Prozentpunkten voraus. Das heißt, es wird sehr, sehr, sehr schwer für Trump, diesen Vorsprung einzudampfen. Es sind, wie Sie gerade sagen, gerade noch mal gut 3 Monate bis dahin. Jetzt ist erstmal ein bisschen Sommerpause, da wird sowieso nicht so viel passieren. Die Corona-Epidemie, die wird nicht verschwinden, die wird eher schlimmer im Moment in vielen Staaten. Es wird das dominierende Thema sein. Und damit ist natürlich klar, Trump hat in der größten Herausforderung seiner Präsidentschaft dramatisch versagt. Auch andere Präsidenten hatten große Herausforderungen. Denken Sie an 9/11. Denken Sie an die große Depression der 30er Jahre. Denken Sie an den Zweiten Weltkrieg. Amerikas Glück historisch war oft, dass sie in diesen Phasen sehr gute Präsidenten hatten. George Washington, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, Ronald Reagan. Das waren große Präsidenten. Und Trump ist im Vergleich zu ihnen ein Abklatsch, eine Katastrophe. Und er scheitert an dieser Krise mehr als je ein Politiker an einer Krise gescheitert ist. Ja, schließen wir das Gespräch mit einem Ausblick. Trump kam ja nicht über Nacht und wird auch nicht über Nacht verschwinden. Und auch die politischen, außenpolitischen Strukturen, die er geschaffen hat, werden auch nicht von heute auf morgen wieder aus der Welt geschaffen werden. Wie wird sich dann das Verhältnis Deutschland und USA in der Zukunft gestalten können? Also beispielsweise unter einem möglichen Präsidenten Joe Biden. Sie haben völlig recht. Es gibt sozusagen lange, was wir in der Politikwissenschaft nennen, strukturelle Trends, langfristige Trends, Megatrends. Und der eine ist diese Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft. Die wird natürlich auch nach Trump nicht verschwinden, aber sie wird sich wahrscheinlich nach Trump deutlich abflachen. Warum? Weil die Wählergruppen der Demokraten einfach von der Demografie her stärker wachsen als die der Republikaner. Das heißt, wenn die Republikaner künftig Wahlen gewinnen wollen, dann müssen sie sich eher an diese Wählergruppen, an Schwarze, an Frauen, an besser Ausgebildete, an Asiaten, an Hispanics wenden. Und damit müssen sie natürlich ihr Programm verändern und sich aus dieser Richtung wegbewegen. Außenpolitisch, das war der Kern Ihrer Frage, wird sich natürlich nicht, wenn Trump abgewählt sein sollte, sagen wir es mal im Konjunktiv, alles über Nacht verbessern. Warum? Diese Abkühlung im transatlantischen Verhältnis ist der weltpolitischen Großwetterlage geschuldet. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr. Die anderen Bedrohungen sehen Europa und Amerika etwas unterschiedlich. Aber für die Zerrüttung, die wir jetzt unter Trump so massiv erlebt haben, sind auch beide Seiten durch direkte politische Fehler schuld. Etwa Amerikas Intervention im Irakkrieg war ein großer Fehler, der viele Europäer vor den Kopf gestoßen hat. Der Ausstieg aus internationalen Organisationen, der Klimawandel, den die Amerikaner nicht richtig angehen, das sind alles Punkte, die Amerika unter Trump und schon vorher wirklich falsch gemacht haben und wo es Gründe gibt zu hoffen, dass das bei beiden nicht mehr
passieren würde. Also hier würde vielleicht eine Verbesserung eintreten. Aber es ist natürlich nicht nur bei so einer Zerrüttung eines Verhältnisses der eine Partner schuld. Auch die Deutschen haben viele Fehler gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Denken Sie etwa das 2%-Ziel der NATO, das die Deutschen unterschrieben haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Bundeswehr im Grunde völlig kaputt gespart, sodass sie wirklich nicht mehr einsatzfähig ist als Partner für unsere NATO-Alliierten. Und das gilt nicht nur für die USA. Auch die Franzosen sehen mit Grauen und unsere baltischen Verbündeten und Polen sehen mit Grauen, was die Deutschen mit ihrer Bundeswehr angerichtet haben in den letzten 20 Jahren. Ein weiterer Konfliktpunkt ist die Frage der Ostsee-Gaspipeline mit Russland. Auch das ist ein Schlag ins Gesicht der Amerikaner, nicht nur der Amerikaner, sondern auch aller unserer mitteleuropäischen und europäischen Partner. Deutschland tut immer so, als ob wir ganz vorne marschieren bei der Integration Europas und bei der gemeinsamen Energiepolitik, machen wir einen schiefen Deal mit Putin, wo wir im Grunde, ja, um die Interessen unserer europäischen Partner auf dem Altar unserer Sonderbeziehung zu Moskau opfern. Auch das sehen die USA nicht gerne, das sehen unsere NATO-Partner nicht gerne. Das ist ein Schlag ins Gesicht von ihnen und da hat Deutschland einen großen Fehler gemacht. Ein dritter Punkt vielleicht sind die Handelsbilanzfragen. Wirtschaftstheoretisch sind die Überschüsse der Deutschen, die größten sind prozentual von allen großen Ländern auf diesem Planeten. 8% Handelsbilanzüberschuss gemessen am Bruttoinlandsprodukt, das erreicht sonst niemand auf der Welt. Und das ist natürlich international politisch ein Zankapfel. Und nicht nur für die Amerikaner unter diesem Präsidenten, das war schon vorher ein Problem, das ist ein Problem für unsere italienischen Freunde, unsere französischen Freunde, weil wir natürlich Arbeitsplätze auf Kosten unserer Partner generieren. Und das nicht wirklich zu sehen in seiner politischen Dynamik, ist natürlich ein großes Problem für die Deutschen. Haben wir ein Problem hinten mit dem Telefon, Frau Rau? Nein, das können wir, das passt. Sie können mich ja streichen. das heißt, diese Probleme sind nicht wirklich neu und die sind auch nicht Trump-spezifisch. Diese Probleme werden mit uns sein. Biden wird für eine gewisse Entspannung sorgen, schon weil er nicht mehr Trump ist. Trump ist mittlerweile so giftig auf der ganzen Welt, so toxisch, gerade in Europa, dass man mit ihm nicht mehr auf den grünen Zweig kommen wird. Biden würde hier sozusagen erlauben, anzuknüpfen an die guten alten Tage der Obama-Präsidentschaft, die nicht wirklich so gut waren, wie wir in Europa und gerade in Deutschland immer tun, aber die zumindest einen zivilen Umgang miteinander garantieren und ein Zuhören und ein Multilateralismus, der uns schon sehr helfen wird. Aber auch Deutschland muss hier nachlegen. In diesen Fragen, wo ich gerade drüber mich etwas ausgelassen habe, muss Deutschland seine Politik korrigieren, wenn sie von Amerika wirklich als Partner ernst genommen werden wollen. Und wir müssen auf etablierte Netze setzen, die sich herausgebildet haben, auch unterhalb der großen Politik. Denken Sie, die professionellen Militärs in Deutschland, Europa und den USA arbeiten nach wie vor blendend zusammen. Innerhalb der NATO, bilateral, das ist ein Pfund, das mit uns bleibt. Die größten Anwälte sozusagen der transatlantischen Beziehungen sind im Moment die Generäle, weil sie wissen, wie sehr wir uns brauchen. Aber auch die Unternehmer. Amerika ist nach wie vor unser wichtigster großer Markt, im letzten sogar wichtiger als der chinesische, weil dort immer wieder politische Konflikte dazwischen spielen und dazwischen hageln können. Das heißt, die Unternehmer auf beiden Seiten sind natürlich überaus daran interessiert, dass diese transatlantischen Beziehungen möglichst ungestört, möglichst friedlich sich entwickeln und die werden auch einiges dafür tun. Und dann gibt es natürlich die Wissenschaft und die Bürger, die Zivilgesellschaft. Wir haben so intensive Beziehungen zu den USA wie zu keinem anderen außereuropäischen Partner. Die Wissenschaftswelten sind aufs Engste verflochten. Das ganze sozusagen Lektüreprogramm, das wir in Deutschland in der internationalen Politik, dem Fach, das ich vertrete, absolvieren, ist großteils amerikanisch. Die Amerikaner schauen sehr stark auf Europa. Also das ist aufs Engste verflochten. Und wenn wir das wirklich am Leben halten können, trotz aller Wirrungen in der Politik, dann glaube ich, ist die Zukunft der transatlantischen Beziehungen nicht so schlecht, wie sie im Moment unter Donald Trump erscheinen.
Ja, lieber Professor Behling, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, auch hier so informativ und detailliert uns Antworten auf unsere Fragen zu geben. Ich glaube, es bleibt wirklich ganz spannend und ein spannender Sommer und spannender Herbst steht uns bevor. Und ja, dann schauen wir mal, wer die Wahl am 3. November gewinnen wird. Ich danke Ihnen dafür wirklich sehr. Herzlichen Dank, Frau Rau. War ein großes Vergnügen, mit Ihnen in diesem Podcast zu plaudern und viel Vergnügen. Ich hoffe, Ihre Hörer sehen das genauso und macht genauso viel Spaß wie mir. Dankeschön. Herzlichen Dank für das Zuhören. In unserer nächsten Folge widmen wir uns der Zukunftsfähigkeit Deutschlands, welche Koalitionskonstellationen 2021 möglich sind und warum Europa dringend eine Afrika-Strategie benötigt. Zu Gast ist diesmal dann Friedrich Merz. WIRT Standpunkte, eine Produktion der Repräsentanzen der WIRT-Gruppe.